So, Leute, willkommen zurück zu Digimon Survive. Wir haben beim letzten Mal noch ein paar Informationen gekriegt und so uns ein bisschen mit wild gewordenen Digimon geprügelt. Hier kann ich mir das Fahrrad angucken. Ein Fahrrad, der Rahmen ist verrostet und die Reifen sind platt. Kann ich darauf fahren? Mit einer Luftpumpe könnte ich versuchen, die Reifen zu reparieren. Ah, Mist ist angeschlossen und das Schloss ist verrostet. Krieg ich nicht weg. Gerade wenn es verrostet ist, kriegt man so eher weg. Ja, aber dann, ja, normal schon, aber du kriegst halt keinen Schlüssel normal mehr rein, aber muss ja nicht, wir haben ja eh keinen. Solche Autos sieht man kaum noch. Ein ziemlich altes Modell. So, dann haben wir hier alles. Einkaufsviertel setzen wir erstmal aus, das machen wir zuletzt. Das ist Mio, soll ich mit dir reden? Nee. Okay, altes Schild. All diese Häuser, ist das eine Menschenstadt? Vielleicht sind hier ja Menschen, ist zwar unwahrscheinlich, aber ich schau mal nach. Ja, da waren wir ja schon. Das ist richtig. Da ist nix. Okay. Kann auch nicht das Gebiet wechseln, dementsprechend. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal unten an. Kostet ja diesmal nichts. Ja, ich glaube, mit Saki hatten wir schon geredet. Takuma, tut mir leid, dich zu beunruhigen, ob dich dich beunruhigt zu haben. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich kann deine Angst nachvollziehen. Das sagst du zwar, aber auf mich wirkst du überhaupt nicht ängstlich. Oh, meinst du? Ist aber nicht schlimm, was? Angst lähmt einen nur. Meine Angst hat verhindert, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich dich verletzt habe, verletzte Floramon. Alles gut. Schwamm drüber. Schön, dass du das so siehst, Floramon. Bleibst du bei mir? Hand drauf! Oh, ups. Hab ganz vergessen, dass ich noch das hier habe. Ich weiß, hier, Takamul. Ich gebe es dir. Ganz sicher? Auf jeden. Ich habe mit Saki schon alle Hände voll zu tun. So eine kleine Spinnerin. Die Stimmung ist jetzt besser. Schön, dass sich die beiden versöhnt haben. Ja, bei denen klingt's echt wieder gut. Hä? Das Auto hat nur drei Räder. Ach so, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Jetzt Zeichnungen, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Ja, der Boden ist vollgemalt. Sieht nach Kindergekrakel aus. Man muss in die Kreise rein und wieder rausspringen. Oh, das will ich ausprobieren. Boing, boing, boing. Wenigstens Agumon ist sorgenfrei. Naja, das Dreirad stimmt, das hatten wir ja auch. Hatte ja auch nur drei Räder. Ja. Ja, Das Agumon Agumon auch ist immer gewinnen. so sorgenfrei. So, dann reden wir nochmal mit Aoi. Erst mit Labramon. Ich will gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, wie ihr hier gelebt haben könnte. Spuren von menschlichen Bewohnern. Verstehe. Ist hier schon etwas bedrückend. Genau wie das Einkaufsviertel ist alles etwas altmodischer als in unserer Welt. Du machst dir zu viele Sorgen, Aoi. Ich will dich nicht so sehen. Verlass den Raum. Ja, ich weiß. Aber mir schwirrt der Kopf. Was gebe ich dir zurück, Labramon? Du tust praktisch alles für mich. Bei Kämpfen, bei Unterhaltung. Das macht dir also immer noch zu schaffen. Tut mir leid, ich versuche ja nicht daran zu denken. Aber dadurch wird es nur schlimmer. Und bist du dir sicher, dass du für mich nicht einfach, dass du mich nicht einfach nur erduldest? Und du musst so für mich leiden.
Du denkst zu viel nach, Aoi. Stimmt gar nicht. Das lässt sie echt nicht los. Der ganze psychische Stress tut ihr bestimmt nicht gut. Wie beruhige ich Aoi? Vielleicht kann Labramon mir ja helfen. Denkst zu viel nach, du bist immer so ernst. Was will Labramon denn? Aoi, was glaubst du denn, was Labramon von dir erwartet? Hä? Was Labramon von mir erwartet? Ja, du meintest, du glaubst, Labramon erdulde dich nur. Labramon sagt selbst, dass du zu viel nachdenkst, richtig? Ja, ich erdulde niemanden. Und ich lüge auch nicht. Seit wir uns begegnet sind, habe ich dir nichts verheimlicht, Aoi. Ich bin froh, dass du dich auf mich verlassen kannst. Siehst du das nicht? Weißt du, Aoi, Minoru hat sich geändert, nachdem er Mut gefasst hat. Ups, ach ja. Minoru hat sich seiner Angst ergeben und ganz schlimme Dinge gesagt. Aber er bereut das und will einen Neuanfang, um ihre Bindung durch Vertrauen zu stärken. Durch Vertrauen. Du solltest etwas mehr an Labramon glauben. Ich denk drüber nach. Ja, tu das. Ich geh dann besser mal. Wir müssen schließlich Falkomon suchen. Bis Aoi, bis später, Labramon. Ja, bis später, ihr zwei. Ich finde, Takuma hat recht, Aoi. Ich wünschte, du würdest meinen Worten glauben. Ich lüge nicht und verstell mich auch nicht, deinetwegen. Ich will an deiner Seite kämpfen. Ich will dich zurück in deine Welt bringen. Labramon. Halt! Dieses Gefühl! Oh nein! Sind Feinde in der Nähe? Komm, sind Takuma und Agumon weg? Keine Sorge! Ich beschütze dich! Du wirst schon sehen! Ich tue alles für dich, Aoi. Das wirst du schon noch erkennen. Okay, dann sind die Kämpfe hier wirklich nur für die Bindung. Dann sind die nicht für Digitation. Kann gut sein. Gut. Dann hier ein paar Gardromon. Nehmen wir mal einen Meramon mit. Wen nehmen wir denn sonst noch mit? Ja, also, da ich ja den... Also, ich muss ja gestehen, ich mag immer Apemon. Apemon ist... Apemon haben wir nicht, wir haben nur Etemon. Ja, Etemon, meine ich doch. Etemon. Ja, mehr dürfen wir auch nicht mitnehmen. Reden kannst du ja eh nicht. Zwei Gardromon, okay. Ist eine Kiste oder sowas da? Ja. Die werden wir aber erst aufbauen. Also, dann mach die erstmal auf, was er sagt. Ne, ich wollte erst laufen und dann aufmachen, aber kann die auch erstmal aufkloppen und dann kann ich laufen. Etemon schafft das. Er schafft die wahrscheinlich alleine. So, Etemon. Liebeslied oder wie der Angriff richtig heißt, Serenadenschock. Ja, Gardromon halten ein bisschen was aus, aber zum Glück haben wir ja ein Cerberusmon. Ich kann nur TP-Wiederherstellung, okay. Dann. Sind die jetzt dran mit angreifen? Oh,
Oder Schlag. Muss man ihm lassen. Oh. Die sind echt arg schnell, ne? Dürfen jetzt schon wieder. Okay, aber Wellenfeuer. Und dann rennen wir rüber. Das andere Vieh, das ist ja sowieso Stunt. So, mit dir aktivieren wir gerade mal Hast. Dass du ein bisschen schneller wirst. Nützt uns bloß nichts, weil das dicke Cerberus-Mon mit seinem dicken Hintern im Weg steht. Lebt aber immer noch. Hätte Etemon ruhig nochmal zuhauen können. Ja. Wollte aber nicht. Dann sinkt das jetzt tot. Das ist so eine Fähigkeit, die ich auch habe. Singen und dann zerspringt einfach alles. Selbst so Maschinen-Digimon. Wahrscheinlich nur Glas sonst. Alles. Labramon, Gott sei Dank, du hast gewonnen. Siehst du, ich hab, wie ich gesagt habe, ich hab dich ganz allein beschützt. Ich lüge nicht, Aoi. Glaub mir, was ich sage. Ja, das stimmt wirklich, nicht wahr? Du bist immer so nett zu mir und passt perfekt zu mir. Ich war nicht sicher, ob ich dem trauen kann, aber in Wahrheit habe ich mir selbst nicht vertraut. Aoi! Ich werde mich auch ändern. Ich will so zu mir sein, wie du zu mir bist. Ich hoffe, dass du bei mir bleibst, Labramon. Ja, natürlich! Und wieder einmal ist der Tag gerettet und das verdanken wir dem Powerpuff Labramon. Ja. So. Erstmal mit Dragmon reden. Ist er vielleicht in der Basis des Feindes? Von oben sieht man die Straßen und viel Platz zum Wohnen. Aber für eine Basis hat es zu viele Schwächen. Sie mag groß sein, bietet aber keine gute Aussicht. Und außerdem sind die Räume gerammelt voll. Man stellt sich nur mal vor, irgendein großer Fiesling würde in so einem kleinen Raum wohnen. Etwas weit hergeholt. Zum Wohnen ist sie zwar geeignet, aber nicht zum Planen. Das ist also nicht die feindliche Basis? Wahrscheinlich nicht. Sieht eher nach einer guten Stelle zum Spurensuchen aus, finde ich. Dragmon hat bestimmt recht. Spuren, hm? Dann sollten wir uns mal gründlich umsehen. Habe ich da jetzt was Neues? Nee. Okay, Kaito. Bleiben wir auf der Hut. Hier dürfen wir nicht leichtsinnig werden. Wenn mein Schicksalspartner das so will, dann gehorche ich wohl besser. Übertreibst. Schluss mit diesem Schicksalsquatsch. Kaito, den Gedanken habe ich schon länger. Bist du nicht manchmal etwas schroff? Na, guck mal. Anscheinend nutzt du Dragmons Beherrschung aus oder vielmehr seinen Mangel daran. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir haben unsere eigene Umgangsweise, Kumpel. Da könnte er zwar recht haben, aber trotzdem... Aber es macht Dragmon trotzdem traurig. Soll ich nachbauen? Ich könnte Kaito sagen, er soll netter mit Dragmon reden. Oder soll ich es dabei belassen, damit die beiden es unter sich ausmachen? Ich würde wieder Dragmon fragen. Dann mach das. Hat ja drüben auch geklappt. Ja, es war aber nicht der Vorteil, glaube ich. Dragmon, wenn ich etwas verletzt, solltest du es sagen. Das
ist zwischen euch beiden. Es wäre daher besser, wenn es von dir käme. Meine Gefühle? Du hast mir die Augen geöffnet, Alter. Ich werde mit Kaito reden. Unter vier Augen. Klingt nach einem guten Plan. Verschwinden wir hier, Agumon. Ja. Hat ihm die Augen geöffnet. Ich bin nicht so begeistert von dem Satz. Naja, die Augen sind in den Händen. Und ja, worüber willst du reden? Meinst du nicht, du gehst zu sanft mit mir um? Wie bitte? Wer ist hier sanft? Du hast das gleiche wie Minoru getan, sogar noch schlimmer, weil du es nicht bereust. Willst du einen Streit anzetteln? Und ob? Du machst mir das kinderleicht. Wenn du denkst, das Schicksal bindet mich an dich, bist du schief gewickelt. Willst du uns etwa verraten? Damit kommst du nicht davon. Durchaus möglich. Ich habe nicht vor, das weiter einfach so hinzunehmen. Ah, mach doch, aber bitte schnell, ja? Mist, Dragmon, hinter dir. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Okay, Waffenstillstand, folge mir. Das sollte ich sagen, komm in die Gänge. Würde ich einfach, nehmen wir das mit. Einen dürfen wir noch. Den wollen wir mitnehmen. Och, nimm doch mal von unten wieder. Nimm von unten was. Weiß, ich mag immer die Schwächsten mitnehmen, damit die mitleveln. Ja, im Fall von Angewohnern ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Eiferkristall, okay. So ein paar Togemon, was können die denn schon? Gute Frage. Also hier so ein Kristall, der zurückhaut. Die Kristalle mag ich nicht. Die mache ich erstmal kaputt. Ne, mach kaputt. Gemeine Kristalle werden nicht akzeptiert. So, Angewurmon, dann mach mal. Ah, Togemon wird wahrscheinlich zurückhauen. Dann werde ich da mal ein bisschen aushelfen. Ja, der macht aber ordentlich. Ja, deswegen habe ich Hilfe rübergeschickt. So, du willst Stress? Kannst du haben. Dieser Satz laut kommt aus Werner. Oh nein, das Viehstand. Was dann tust doch gut.
Nicht, wenn wir es dann sind. Ja, jetzt sei mal nicht so. Der darf auch mal. Nicht nur immer du. Weiß nicht, ob der auch mal darf. Finde ich eigentlich nicht so gut. Und euch ja abwechseln. Diesmal durfte er und nächstes Mal darfst du wieder. Ja, werde ich auch gleich tun. Ah, der Stun ist weg. Na gut. Dann Schlachtmesser. Death Rage. Geschafft. Alle erledigt. Waren zum Glück nicht so viele. Meinst du, das war ein Speer? Vielleicht wollten sie ja unseren Streit beenden. Das glaube ich kaum, Alter. Jedenfalls bist du wieder der Alte. Hab dein Lästermaul lange nicht mehr gehört. Oh Mann, ich frage mich bloß, wer mir hier dauernd in die Suppe gespuckt hat. Mach ruhig weiter so. Mich verrätst du besser nicht. Wenn es ums Kämpfen geht, kann ich mir keinen besseren Gegner als dich vorstellen. Also wenn du das sagst, dann wirst du mich nicht verraten. Dann kann ich dir wohl vertrauen. Aber wenn du dich gegen uns wendest, bekommst du die Fresse poliert. Kaito, du kleiner... Als ob. Du mit deinem Schwabbelfäustchen, du Weichei. Oh, du kannst gerne mal ausprobieren, wenn du unbedingt willst. Oh, bitte vielmals um Verzeihung. Bei dem Streit habe ich es gespürt, Alter. Ich will dich wirklich beschützen, Kaito. Ich begreife es jetzt. Du willst mit deinem Gelaber also nur ungewollte Gefühle überspielen. Tut mir leid, dass ich dich nicht immer gleich verstehe. Nächstes Mal mache ich es besser. Du hitzköpfiges kleines Weichei, du. Das ist schon halt die Klappe und lass dich drücken. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, die dass beiden sind Leiter halt so mit dem redet. Ja, die beiden sind halt so ein Team wider Willen. Sie verstehen sich auf ihre eigene Weise. Ja. Das kann man so in den Raum schieben, genau. Ah, aber Leute, das war's für diesen Part. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es denn dann weitergeht mit Digimon Survive. Bis dann, tschüss. Tschüss.